Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist Teil einer Videoreihe. Ich blogge seit fast 2 Jahren unter dem Namen Dunkelbunte Träume auch auf Instagram bzw. Bookstagram und berichte dort über die Bücher, die ich gelesen habe. Ich stehe dort im regen Austausch mit anderen Lesern, aber auch mit anderen Bloggern. Und immer wieder erreichen uns Fragen, ja, wie denn das mit dem Bloggen ist. Leser möchten auch zu Bloggern werden und fragen, ja, wie fängt man denn eigentlich an? Ich habe Angst davor, ich traue mich nicht. Und was brauche ich denn dafür? Und wie ist das denn eigentlich mit den Rezensionsexemplaren? Wie schneidet man denn eigentlich Videos? Oder wie bearbeitet man denn eigentlich Bilder? Und weil diese Fragen innerhalb von diesen 2 Jahren immer wieder aufkommen und ich mir selbst irgendwie Hilfe gewünscht hätte, als ich damit angefangen habe, habe ich diesen Entschluss gefasst, eine Videoreihe ins Leben zu rufen. Als ich damals anfangen wollte, war ich auch auf der Suche nach solchen Videos, nach Tipps und Tricks von anderen Buchbloggern, also sprich Leuten, die das schon machen. Und ich habe nichts gefunden. Und deswegen möchte ich in diesem Video mit 3 anderen Booktubern ein paar Fragen beantworten. Als kleiner Disclaimer, dieses Video ist nicht ein How-to. Es ist keine Faustregel, es gibt auch keine Regel, wie man am besten mit dem Bloggen anfängt. Wir haben nicht das Recht und wir wollen uns auch nicht das Recht rausnehmen, zu sagen, wir können das und so muss man das machen. Das soll dieses Videoprojekt nicht sein. Wir möchten einfach von unseren Erfahrungen berichten, von unserer Meinung berichten und euch gegebenenfalls ein paar Tipps an die Hand geben. Nochmal ganz klar formuliert, wir wollen uns nicht das Recht rausnehmen zu sagen, so und so muss das sein. Denn ich glaube, dass jeder Blogger irgendwie anders dazu gekommen ist, dass jeder Blogger sich andere Fragen gestellt hat und dass jeder Blogger auch andere Erfahrungen gesammelt hat, dass jeder Blogger andere Ängste hatte. Aber trotzdem gibt es bestimmt eine Schnittmenge an Fragen, die sich jeder von uns gestellt hat. Und diese Fragen möchten wir in diesen 4 Videos klären. Wir möchten einfach von unseren Erfahrungen berichten, wie es bei uns war, wie wir zum Buchbloggen gekommen sind. Vielleicht hilft das den ein oder anderen, der jetzt schon mit den Gedanken spielt, mit dem Buchbloggen anzufangen, sich aber noch nicht traut. Vielleicht ist das eine kleine Motivation, vielleicht eine kleine Ermutigung für euch, euch auch endlich einen Buchblog zu erstellen und auch zu starten. Insgesamt wird es 4 Videos geben, die eben einen anderen Themenschwerpunkt behandeln. Wenn aber von eurer Seite noch Fragen aufkommen, die wir noch nicht beantwortet haben oder wo euch einfach unsere Meinung interessiert oder ihr gegebenenfalls einfach noch ein paar Tipps oder Anregungen braucht oder euch wünscht, dann schreibt gerne einfach einen Kommentar mit eurer Frage, dann können wir gegebenenfalls noch einen weiteren Teil drehen. Wenn ihr die Frage nicht öffentlich in die Kommentare schreiben wollt, dann könnt ihr mir auch gerne eine Direktnachricht auf Instagram schreiben. Mein Kanal ist unten verlinkt. Und auch an alle Buchblogger da draußen, die dieses Video sehen. Wir bzw. ich würden uns unheimlich freuen, wenn ihr uns eure Erfahrungen auch unten in die Kommentare schreibt und gegebenenfalls einfach auch da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Und damit würde ich sagen, ist es genug Einleitung. Es soll keine Anleitung sein, wie man mit dem Buchbloggen anfängt, sondern es soll eine kleine Hilfe sein. Es soll euch zeigen, dass wir genau dieselben Fragen hatten, dass wir auch irgendwann mal wo ganz anders angefangen haben, dass Bloggen eine Entwicklung ist und die nie aufhört. Und deswegen diese Videoreihe und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. In diesem Video, also in Video Nummer 1, geht es darum, dass wir euch erzählen, wie wir mit dem Bloggen angefangen haben, welche Bedenken wir hatten, welche Erfahrungen wir gemacht haben und welche Tipps wir gegebenenfalls für euch haben. Hallo Leo, hallo liebe Zuschauer von Leo. Mein Name ist Christine vom Kanal Christinchen. Hallo, ich bin Tanja und ich blogge seit 2020 unter dem Namen Miss Drunken Sherrys Bücherstapel. Hi ihr Lieben, ich bin Christine vom Kanal Bookopolis. Hi, ich bin die Leo und ich blogge unter dem Namen Dunkelbunte Träume. Wie lange bist du jetzt schon aktiv dabei? Welche Plattformen nutzt du, um über Bücher zu sprechen? Und welche ist deine liebste? Warum? Mein Kanal gibt es seit April oder Mai 2020, also da, als die Corona-Pandemie so richtig zugeschlagen hat und wir alle vermehrt zu Hause bleiben mussten, da hatte ich Lust und Zeit,
endlich das umzusetzen, was ich mir schon jahrelang vorher vorgenommen habe. Ich benutze hauptsächlich YouTube, das ist auch mein allerliebstes Medium. Ich habe auch einen Instagram-Kanal, den ich mal mehr, mal weniger regelmäßig mit neuen Beiträgen bestücke. Aber YouTube mag ich einfach am liebsten, weil ich da auch am besten rüberbringen kann, was ich will. Also ich habe so das Gefühl, ich kann besser reden, als irgendwie so einen Beitrag zu schreiben. Da kann ich einfach, ja, mich so ausdrücken, wie ich es will. Und deswegen mag ich das am liebsten. Und ich habe auch das Gefühl, der Draht zu den Abonnenten ist da irgendwie am direktesten. Ja, dieser Kanal, der existiert jetzt seit 2010. Es gab früher noch einen anderen Bücherkanal, den ich dann aber beendet gelöscht habe, weil ich gemerkt habe, dass zwei YouTube-Kanäle nicht funktionieren und YouTube ist auch mein liebstes Medium. Ich spreche auch noch bei Instagram sporadisch über Bücher. Mir fällt aber das gesprochene Wort viel, viel leichter als das geschriebene. Und ja, ich merke einfach, dass YouTube langlebiger ist und dass mir das einfach viel, viel mehr Spaß macht. Ich blogge eigentlich schon seit 2015, 2016. Damals habe ich mir schon einen BookTube-Account erstellt und habe dort auch mehrere Jahre sehr unregelmäßig Videos produziert. Seit 2021, seit Februar 2021, wenn man es genau nehmen möchte, habe ich mir einen neuen Account erstellt hier auf BookTube und blogge wieder regelmäßig. Seit März 2020 blogge ich auch unter dem Namen Dunkelbunte Träume auf Instagram bzw. Bookstagram. Das heißt, ich bespiele momentan zwei Plattformen, zwei Social Media Kanäle und meine liebste ist tatsächlich BookTube, einfach weil ich viel lieber spreche, als dass ich schreibe. Ich drehe auch tatsächlich lieber Videos, wie dass ich Bilder mache, aber ich mag den Austausch auf Instagram wesentlich lieber. Ich mache lieber Stories, ich schreibe gerne Direktnachrichten und ich bin einfach auch unheimlich schlecht im Kommentare beantworten auf YouTube und deswegen ist das so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite mag ich YouTube mehr, einfach weil ich da reden kann und das Videodrehen mir auch mehr Spaß macht, aber auf Bookstagram mag ich einfach den Austausch wesentlich lieber. Seit Januar 2020 bin ich auf Instagram unterwegs und seit Juni 2020 auf YouTube. Dabei ist YouTube meine bevorzugte Plattform, auf Instagram bin ich eher selten unterwegs. Der Grund ist ganz einfach, ich spreche lieber über Bücher, als über sie zu schreiben und das Schreiben liegt mir auch jetzt nicht besonders. Und das ist eigentlich so der einzige Grund. Und ich habe halt wirklich einfach Spaß an YouTube. Wie lange hast du überlegt, bevor du mit deinem Buchblog gestartet hast? Was waren deine größten Bedenken? Überlegt habe ich gar nicht mal so lange. Die Idee war geboren, damit einzusteigen. Und dann habe ich auch direkt losgelegt. Meine größten Bedenken waren einfach dass mich vielleicht die Leute auslachen oder nicht ernst nehmen oder sich denken, was tut sie hier eigentlich? Also ich war am Anfang wahnsinnig schüchtern, habe auch teilweise sehr viel gestottert und gestammelt. Die ersten Videos sind jetzt leider nicht mehr online, aber ich kann mich da noch erinnern, dass ich furchtbar aufgeregt war und ja, dass ich nie erwartet hätte, so lange dabei zu bleiben und auch flüssiger zu sprechen und meine Erwartungen, die haben sich zum Glück, oder meine Bedenken, die haben sich zum Glück überhaupt nicht erfüllt. Was YouTube anging, habe ich nicht lange überlegt. Bei Instagram war das eher so, ich habe die ersten Bücher gekauft und habe durch das Buchbloggen auf Instagram auch Lust gehabt, ab und zu mal Fotos zu posten und so habe ich mit Instagram angefangen und bei YouTube war das so, dass ich früher schon mal einen Account hatte mit anderem Content, der heute nicht mehr aktiv ist und da kam dann auch ganz schnell nach Instagram die Entscheidung, dass ich auch wieder Videos drehen möchte und über Bücher sprechen möchte. Und deswegen habe ich auch nicht besonders lang darüber nachgedacht und habe einfach losgelegt. Meine größten Bedenken dabei waren, schaffe ich es genug Content zu produzieren? Kriege ich das mit dem Schneiden hin, das mit dem Zeitmanagement und bin ich dann überhaupt interessant für andere Leute, denn niemand fängt einen YouTube-Kanal an und möchte nicht, dass er wenigstens ein paar Zuschauer hat. Und wie gesagt, das Schneiden, ob ich das noch hinkriege und ob ich das mit dem Zeitmanagement hinkriege, die Videos zu planen, sie zu drehen durch Job, Ausbildung und Kinder.
war ich mir dann nicht so sicher, ob das möglich ist, aber ich habe einfach mal angefangen und bisher läuft es auch ganz gut. Was auch noch eine Befürchtung von mir war, ist, was ist, wenn Bekannte, Verwandte, Freunde mich entdecken. Mir war das ein bisschen unangenehm am Anfang. Ja, aber im Endeffekt haben alle ganz positiv reagiert. Oh, ich habe lange, lange, lange mit mir gehadert, ob ich das wirklich durchziehen soll, ob ich wirklich einen YouTube-Kanal starten soll. Ich habe bestimmt schon 4, 5 Jahre lang BookTube geguckt und 2 Jahre lang oder so aktiv überlegt, oh, ich möchte auch. Und der Wunsch war so groß, aber ich hatte so eine Angst. Und diese Angst, die war so irrational und bescheuert. Ich habe gedacht, ja, vielleicht bin ich nicht gut genug, vielleicht kann ich das gar nicht, über Bücher zu sprechen. Das hätte ich ja dann gemerkt, ne? Wenn ich angefangen hätte und ich hätte einfach keinen geraden Satz rausgekriegt. Und dann hatte ich auch noch große Angst, dass die Leute irgendwie was an meiner Optik auszusetzen haben. Und das ist noch dümmer, denn ich bin so, normalerweise so ein selbstbewusster Mensch und es ist mir voll egal, was die Leute von mir denken. Aber hier können einen halt wirklich hunderte Leute sehen. Und wenn hunderte Leute mir gesagt hätten, du bist zu dick, du bist hässlich, das wäre halt, ich glaube, das hätte dann schon an meinem Ego gekratzt. Also so ehrlich muss ich dann halt auch sein. Und ich hatte so eine Angst, dass mir die Leute sagen, du bist fett. Und das war so unbegründet, weil es ist nie passiert. Nie. Ich habe bis heute nicht einen einzigen Kommentar bezüglich meiner Figur erhalten. Selbst in den bitterbösesten Hate-Nachrichten wurde ich nie als dick beschimpft oder so, sondern es wurde immer nur auf meine Meinung gegangen. Also von daher ist diese Angst, sich zu zeigen, halt so voll unbegründet. Als ich 2015, 2016 endlich den Entschluss gefasst habe, einen Kanal hier auf BookTube zu erstellen, war meine größte Sorge, dass ich angefeindet werde wegen meines Aussehens. Ich hatte zu der Zeit sehr schlechte Haut und ich hatte Angst, dass man mich irgendwie auslacht wegen meiner Haut oder aber, dass man irgendwie über mich lästert, weil meine Haarfarbe nicht passt, weil meine Mimik nicht passt, weil mein Gewicht nicht passt, weil meine Haut nicht passt oder allgemein ich nicht passe. Und davor hatte ich sehr, sehr große Angst und es war auch der Punkt, der mich am längsten hat überlegen lassen. Also genau aus dem Grund habe ich sehr mit mir gehadert. Einfach weil YouTube eine Plattform ist, wo man mich direkt sieht, wo ich mich angreifbar mache, weil ich vor der Kamera sitze. Man sieht mich, man hört mich. Und bei Bookstagram war es tatsächlich nicht so, weil ich wusste, okay, ich kann auch Bilder machen, wo man mich nicht sieht. Ich kann da anonym bleiben. Ich biete mit meinem Optischen keine Angriffsfläche. Deswegen habe ich, nachdem ich BookTube 2020, glaube ich, eingestampft habe, nicht komplett mit dem Buchbloggen aufgehört, sondern ich bin zu Bookstagram rübergewechselt, weil ich mir dachte, okay, da kann ich so viel zeigen, wie ich will. Das heißt, ich muss nicht vor die Kamera und bei BookTube ist es ein bisschen schwierig, nicht vor der Kamera zu sein. Aber als ich 2021 wieder mit BookTube angefangen habe, waren meine größten Bedenken, schaffe ich das zeitlich und werde ich von der Community akzeptiert und aufgenommen. Ich hatte sehr große Angst, dass mich viele nicht leiden können. Und diese Sorge hat sich nicht bestätigt, aber diese Sorge hatte ich auch noch 5 Jahre, nachdem ich das erste Mal gestartet habe, dass ich irgendwie irgendjemanden nicht in den Kram passe oder dass ich irgendwas sage, was mir falsch ausgelegt wird oder dass ich irgendwas an mir habe, was man eben nicht mag und mir böse Kommentare schreibt. Was waren für dich die größten Herausforderungen zu Beginn? Also einer der großen Herausforderungen am Anfang war Content. Da ich halt nur die gängigsten Formate kannte, habe ich auch diese gedreht und mir ist schwer gefallen, am Anfang wirklich kreativ zu werden, was auch heute nicht unbedingt eine Stärke von mir ist. Das ein oder andere Video fällt mir dann doch ein, aber ich bin eher ein BookTuber, der so die gängigsten Formate wie Lesemonate, Neuzugänge, Currently Readings oder die eine oder andere Rezension mal hochlädt. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung für mich, Content zu produzieren. Vor allem auch das Zeitmanagement ist auch bis heute noch so ein kleiner Haken bei mir. Durch halt Job, Ausbildung und Kinder
klappt es halt nicht immer so, wie ich das gerne möchte. Eine weitere Herausforderung war, vor der Kamera relativ frei zu sprechen und dass ich halt nicht so viel schneiden muss, was heute im Vergleich zum Anfang sehr, sehr viel besser klappt, denn man kommt irgendwann mit der Zeit in dieses Videodrehen rein und dann ist es auch nicht mehr merkwürdig, vor der Kamera zu sitzen und praktisch mit niemandem zu sprechen. Ja, mit der Zeit habe ich aber dann geschafft, durch das viele Sprechen und viele Videodrehen flüssiger zu sprechen. Eine weitere Herausforderung war das Schneiden von Videos, denn das kostet jede Menge Zeit. Videos gedreht sind relativ schnell im Vergleich zum Schneiden und wenn dann mal ein Video nicht rechtzeitig hochkommt, dann liegt es meistens daran, dass ich keine Zeit gefunden habe, dieses Video zu schneiden. Seltsamerweise ist es mir nie besonders schwer gefallen, vor der Kamera zu sprechen. Meine größte Herausforderung waren diese ganzen Kleinigkeiten, zum Beispiel ein Thumbnail erstellen. Da hadere ich heute noch mit. Also ich finde meine Thumbnails nicht gut, sie erfüllen ihren Zweck. Aber das ist schon hart. Also da musste ich mir auch, besonders als es dann auch später, also meine ersten Thumbnails waren sehr einfach, aber als es dann auch später darum ging, sich selber auszuschneiden oder weiße Linien um einen rumzumachen, oh, das hat Stunden gedauert. Ich glaube, ich habe bestimmt einen ganzen Arbeitstag investiert, um mir das beizubringen und habe dann irgendwelche YouTube-Tutorials geguckt und so. Und ja, das war hart. Aber auch, wie man Bilder in Videos einfügt. Oh, was ich da auch an Tutorials geguckt habe, weil es mir keiner richtig erklären konnte. Und das war wirklich herausfordernd. Da muss man dann aber auch dranbleiben. Also für mich war es halt auch keine Option zu sagen, nee, ich kann das nicht, weil alle anderen konnten das ja auch. Also muss ich das ja auch können. Ich musste mir halt erstmal ein Programm besorgen, das das kann und dann mir erklären lassen, wie ich mit dem Programm umzugehen habe. Und heute ist das halt alles so, das macht man dann so schon nebenbei. Aber dieses Anfangen und dranbleiben, bis man es kapiert hat, Das war hart. Das war wirklich hart. Also tatsächlich muss ich sagen, die größte Herausforderung bei Bookstagram war es, überhaupt Bilder zu machen. Denn wenn man diese Bilder anguckt von anderen, die haben sehr viele schöne Deko auf den Bildern und ich besitze keine Deko. Ich bin absolut ein Gegner gegen Deko, denn alles, was man hinstellt, kann stauben. Und deswegen habe ich sowas einfach nicht und ich musste da auch erstmal so meinen Weg finden, weil ich dachte, man braucht für dieses Bookstagram unbedingt solche Bilder mit eben Deko. Das hat sich nicht als wahr erwiesen, sondern ich habe ganz meinen eigenen Stil gefunden. Aber zu Beginn war das einer der größten Bedenken. Also wie viel Geld muss ich da investieren, dass ich mir diese Deko kaufen kann, damit meine Bilder auch so schön sind und damit die auch angeguckt werden. Und bei BookTube war meine größte Herausforderung tatsächlich nicht unbedingt das Sprechen mit der Kamera, weil ich eigentlich schon so vom Grund auf jemand bin, der gerne redet. Vielleicht nicht unbedingt vor hunderten Menschen, aber dadurch, dass ich hier effektiv alleine sitze, war das eigentlich nie ein Problem. Ich habe auch noch nie wirklich viel schneiden müssen, außer ich bin total aufgeregt, dann ist das was anderes. Aber die größte Herausforderung war tatsächlich der Schnitt und die Bearbeitung. Also sprich, wie bekomme ich meine Videodatei auf meinen Computer, welches Programm nutze ich, wie schneide ich das und wie lade ich das dann hoch und ist meine Internetleitung schnell genug und was muss eigentlich in die Infobox und wie mache ich das und wie mache ich ein Thumbnail? Also dieses ganze Technische war für mich eine ganz große Sache. Also davor hatte ich wirklich Respekt und da habe ich mich auch wirklich sehr schwer getan. Tatsächlich war für mich die große Herausforderung am Anfang, in die Kamera zu sprechen. Also ich habe auch am Anfang immer ins Display geschaut und fand das ganz, ganz furchtbar. Und ja, was das Equipment betrifft, hatte ich eigentlich überhaupt keine Bedenken und auch was das Schnittprogramm betrifft. Ich habe damals noch ganz kostenlos gearbeitet mit dem Windows Movie Maker. Tatsächlich war wirklich das Sprechen die Herausforderung. Ich habe mich gefühlt, wie als würde ich vor der Klasse stehen und ein Referat halten, was ich als Jugendliche immer ganz, ganz schrecklich fand.
Und das fiel mir auch tatsächlich am schwersten. Und vor allem alle Informationen, die ich wiedergeben wollte, auch wiederzugeben. Denn ich habe schon immer ohne Skript gearbeitet. Was würdest du rückblickend anders machen, wenn du jetzt starten würdest? Welche Tipps hast du? Ich würde nicht so verkopft, sondern viel gelassener an das Ganze rangehen. Es ist ja immerhin ein Hobby. Es macht mir Spaß. Und ich möchte ja diesen Austausch haben. Und der findet auch statt. Und ich würde mir dann nicht so viele Gedanken darüber machen, wie viele Leute mir zugucken wollen, ob mir Leute zugucken wollen, ob mich Verwandte oder Bekannte treffen. Denn in dem Sinne mache ich ja etwas, was mir gut tut, was mir Spaß macht. Und wenn deine Familie, Freunde, Bekannte nicht dahinter stehen, dann sollte man sich überlegen, ob sie vielleicht die richtigen sind. Vor allem würde ich viel, viel früher mit anderen Menschen in Kontakt treten, mit anderen Verlagen, mit anderen Buchbloggern, egal ob per Instagram oder YouTube, denn ich hatte am Anfang ganz viel Angst vor der Community oder auch vor anderen Menschen. Ich habe mich selber viel, viel kleiner gemacht, als ich mich hätte machen müssen und war ganz, ganz lange so für mich in meiner eigenen Bubble und würde viel eher mit anderen in Kontakt treten und diese ganzen Ängste mal außer Acht lassen, denn Buchblogger sind so unfassbar liebe Menschen. Das liegt vielleicht auch daran, weil wir uns alle fürs Lesen und für Bücher interessieren und wir sind so eine großartige Gemeinschaft und ich hätte mir da viel Einsamkeit, sage ich jetzt mal, ersparen können und ja, das macht dann schon was mit einem, wenn man so mit anderen Menschen in Kontakt tritt und sich eben über die gleichen Themen oder über Themen, die einen verbinden, einfach interessiert. Und ja, ich kann auch inzwischen sagen, dass ich großartige Menschen kennengelernt habe und das hätte man eigentlich alles auch viel früher haben können. Ich glaube, ich würde gar nichts anders machen. Wirklich. Ich glaube, ich würde es genau so nochmal machen. Der Tag, an dem ich beschlossen habe, ich fange mit YouTube an, das war so komplett spontan. Ich saß da, habe gedacht, ich fange jetzt an. Dann habe ich mich hingesetzt und habe meinen ersten Lesemonat gedreht. Und natürlich ist das Video nicht gut. Aber das muss es doch auch gar nicht sein. Das ist ja alles ein Prozess. Man entwickelt sich, man wird besser, es wird alles einfacher. Und dann ist halt das erste Video nicht gut. Na und? Wen stört's denn? Also ich glaube, ja, ich glaube, Entwicklung gehört auch irgendwie dazu. Es muss nicht von Anfang an perfekt sein. Und wenn du nicht das perfekte Equipment hast oder glaubst, du kannst nicht perfekt vor der Kamera reden, ist doch egal. Probier es doch einfach und es wird besser, garantiert. Also mein Tipp ist wirklich, einfach anfangen. Einfach loslegen. Rückblickend würde ich mich nicht mehr so von meiner Angst steuern lassen, weil ganz ehrlich, ich hatte Angst wegen meiner Optik, aber faktisch ist es einfach so, ich kann gegen meine Optik halt auch irgendwie nichts machen. Ich schaue halt aus, wie ich ausschaue. Und ich mag mich halt eigentlich auch so, wie ich ausschaue. Also von dem her, ja, das war so eine ganz komische Angst, die mich da gesteuert hat und die mich da beeinflusst hat auch. Und das ist einfach totaler Quatsch. Also jetzt rückblickend muss ich sagen, das ist einfach unrelevant. Ansonsten würde ich mir einfach auch nicht mehr so viele Gedanken machen über die Community. Also ich hatte auch da Angst, dass da irgendwie über mich gelästert wird oder so. Aber jetzt, wo ich hier Anschluss gefunden habe, und den findet man. Und den findet man, wenn man ihn möchte, auf jeden Fall. Und auch wenn es jetzt Leute geben sollte in der Community, die mich nicht mögen oder wie auch immer, dann ist es halt so. Nicht jeder kann jeden mögen. Das ist halt einfach faktisch. Aber ich hatte irgendwie so diesen Anspruch, an mich selbst jedem gefallen zu wollen. Und das ist halt einfach auch im wahren Leben nicht so. Warum ich dachte, dass es auf Social Media so sein muss, ist total irrational. Aber ja, ich würde mich da auf jeden Fall nicht mehr so steuern lassen. Und mein Tipp ist einfach, wenn du es probieren willst, tu es einfach. Und lass dich von solchen irrationalen Ängsten nicht steuern. Also ich würde nicht mehr so lange überlegen und warten und mich verrückt machen, sondern ich würde einfach loslegen, wenn ich darauf Lust habe. Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste, um mit einem Buchblog zu starten? Wann sollte man vielleicht nicht starten? Und welchen Antrieb hast du persönlich? Also um ehrlich zu sein, wundere ich mich manchmal selber, dass ich es so eiskalt durchziehe, dass ich es so schaffe, zweimal die Woche was hochzuladen. Ich weiß auch nicht, wie ich das hinkriege, aber es funktioniert. Und mein Antrieb dafür ist, naja, jetzt habe ich ja schon mal angefangen. Ich habe gesagt, ich mache zweimal die Woche ein Video. Also kommt jetzt auch zweimal die Woche ein Video.
ich möchte ja auch sehen, wie mein Kanal weiter wächst, was ich vielleicht, ich möchte sehen, was da für Möglichkeiten noch hinterstecken, was ich vielleicht noch alles erreichen kann. Und ich habe auch so viele Ideen, die ich alle umsetzen will. In manchen Monaten, da passen die ganzen Ideen, die ich habe, gar nicht in den Monat rein, weil ich ja nur 2 Videos die Woche mache. Und ja, es ist schon schön irgendwie. Wann man nicht anfangen sollte, auf jeden Fall, wenn man jetzt schon nicht mit seiner Zeit klarkommt. Wenn man von vornherein weiß, eigentlich habe ich gar keine Zeit, um noch ein neues Hobby anzufangen, aber man sich denkt, ach ja, das bisschen BookTube, das geht schon irgendwie. Nein, glaubt mir, das geht nicht. Das ist so ein unterschätzter Zeitaufwand. Ich hätte nie gedacht, dass man teilweise, weiß ich nicht, mit Aufnahme, also du sitzt ja allein schon teilweise bei der Aufnahme von dem Lesemonat eine Stunde da. Und da musst du das Ganze ja auch nochmal angucken beim Schneiden und es perfektionieren und ein Thumbnail basteln und alles. Und da sitzt du dann schon deine paar Stunden dran. Und dann musst du es ja auch noch hochladen und du musst die Kommentare beantworten. Das ist alles, das ist schon nicht eben mal so nebenbei gemacht. Also wenn du von vornherein weißt, ich kann mir diese Zeit nicht permanent freischaufeln, dann würde ich entweder gar nicht anfangen oder halt reduziert starten mit nur einem Video pro Woche, wo ich dann weiß, ja, das bringe ich irgendwie unter, aber ich würde mir dann nicht zu hohe Ziele setzen und sagen, ja, ich mache 2 Videos, 3 Videos die Woche. Da wirst du dann irgendwann mit Knall und Fall untergehen einfach. Also Zeit ist, glaube ich, das Wichtigste, was man für dieses Hobby haben muss. Und erst danach kommt Equipment und alles andere. Und ja, ich glaube, man braucht auch so ein bisschen Ausdauer, weil irgendwie möchtest du ja auch, dass dein Kanal wächst. Und vielleicht wächst er in manchen Monaten gar nicht oder die Abonnenten sind rückläufig und alles. Und das darf dich dann nicht demotivieren. Also, wenn dich sowas halt schnell runterzieht und du dann den Spaß verlierst, dann kannst du es halt von vornherein auch sein lassen, weil es gibt Booktuber, bei denen passiert monatelang gar nichts. Vielleicht auch mal 1, 2 Jahre gar nichts, bis sie dann endlich von der breiten Masse entdeckt werden. Und ja, dann, man muss einfach seinen Spaß haben und den darf man sich halt durch sowas nicht vermiesen lassen, ne? Und ich glaube, man darf nicht zu so empfindlich auf die Meinung anderer reagieren. Also gerade wenn man im Lesemonat etwas sagt, was anderen Leuten vielleicht nicht passt, dann muss man halt auch das Rückgrat haben, dazu zu stehen, den Leuten das auch zu sagen. Oder gegebenenfalls seine Meinung zu korrigieren und so. Aber man darf sich davon nicht runterziehen lassen, weil sonst wird man sehr, sehr, sehr schnell den Spaß an der Sache verlieren. Also man sollte auf jeden Fall dann starten, wenn man Spaß dran hat, über Bücher zu sprechen, wenn man vielleicht Freunde oder Menschen finden will, mit denen man ein gemeinsames Hobby teilt und mit denen man dann einen Austausch hat. Und das war auch einer meiner Antriebe, wo ich gedacht habe, hey, ich würde das gerne machen, weil ich selber im Familien- und Bekanntenkreis niemanden groß habe, mit dem ich über Bücher sprechen kann. Und deswegen war das so mein erster Antrieb, einfach Leute zu finden, die dasselbe Hobby haben, die vielleicht dasselbe Buch gerade lesen. Und somit auch, was einer meiner Antriebe oder ja, war Buddyreads. Ja, ich wollte mit Leuten Büchern gemeinsam lesen und den direkten Austausch während des Lesens haben. Und das hat auch bisher super geklappt und ich freue mich auch schon auf weitere Buddyreads. Also das, was mich dazu getrieben hat, mit Buchbloggen anzufangen, hat sich auch größtenteils bewahrheitet. Man sollte nicht anfangen, wenn man nur scharf auf Rezensionsexemplare ist. Klar kann das auch mit ein Grund sein, was bei mir auch mit ein Grund war. Aber ein alleiniger Grund sollte es nicht sein, denn gerade am Anfang bekommt man nicht wirklich viele Rezensionsexemplare und mit der Zeit durch Rezensionsexemplare wächst auch Druck und alles und deswegen wäre das vielleicht ein Grund nicht. Also wäre das kein Grund, um mit BookTube oder Bookstagram anfangen zu sollen. Ob der Satz noch Sinn ergibt. Und vielleicht, wenn man das große Geld machen möchte. Also ich kann euch gleich sagen, mit BookTube, Bookstagram kann man kein Millionär werden. Das tut mir leid. Aber wenn es euch Spaß macht, über Bücher zu reden und ihr den Austausch haben möchtet und einfach mit Leuten ein Hobby teilen möchtet, dann go for it. Also persönlich
habe ich den Antrieb, mich mit Gleichgesinnten zu unterhalten, auszutauschen, das Lesen nahezubringen und einfach über Bücher zu sprechen, die mich begeistern. Und diese Begeisterung ist auch wichtig. Also wenn du Bock hast, über Bücher zu reden und dein Hobby nahezubringen und das einfach mit dieser Intention einfach vielleicht auch in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, wenn dir das Spaß macht, dann starte am besten. Dann überleg gar nicht lange, starte einfach, spreche einfach über das, was dir Spaß macht und tausch dich mit anderen aus. Wenn du aber mit der Intention rangehst, dass du sagst, ich möchte jetzt das große Geld verdienen auf YouTube, dann funktioniert das nicht. Weil erstens werden die Videos sehr gekünstelt rüberkommen und zweitens, ja, es ist einfach, man merkt das einfach, wenn jemand nicht mit der ganzen Sache dabei ist und wenn jemand nicht mit Herzblut dabei ist und solche Menschen schaue ich persönlich auch nicht so gerne. Also ja, davon abgesehen macht man in der Bücherbranche, glaube ich, eh jetzt nicht auf YouTube das große Geld. Aber wenn das so deine Intention ist, mit Bücherrezensionen oder mit Büchervideos Kohle zu verdienen, dann lass es einfach bleiben. Das wird nicht funktionieren. Das Wichtigste am Buchbloggen. Also das kommt jetzt natürlich drauf an, ob man jetzt Bookstagram oder Booktube macht. Aber eins haben beide Sachen gemeinsam. Nämlich, dass man ehrlich über Bücher sprechen sollte. Also man sollte seine Meinung ehrlich rüberbringen können und die auch vertreten können, argumentieren können. Das ist mir immer persönlich ganz wichtig bei Booktubern, die ich persönlich gerne schaue, dass ich das Gefühl habe, die Person kann mir ihre Meinung nahebringen. Und dann ist es natürlich vielleicht auch wichtig, dass man so ein bisschen sprechen kann mit der Kamera oder bei Bookstagram, dass man vielleicht auch wirklich gute Rezensionen in Schriftform schreiben kann, also dass man sich gut ausdrücken kann in Schriftform. Und aber grundsätzlich muss ich sagen, ich persönlich finde es am wichtigsten, dass man seine Meinung gut in Worte fassen kann oder in Schrift, je nachdem, und die halt auch rüberbringt. Und das ist irgendwie für mich so das Wichtigste. Wenn man jetzt nur startet, weil man denkt, man wird mit Booktube ein bisschen Money Money machen oder man bekommt ganz viele kostenlose Bücher zugeschickt oder ja, wenn sowas dein Antrieb ist, dann ist es definitiv falsch. Weil ganz ehrlich, bevor du Money Money kriegst und da kriegst du auch keine Millionen oder kostenlose Bücher kriegst, musst du einfach Arbeit da reinstecken. Und auch wenn es ein Hobby ist, ist es tatsächlich so, dass das Hobby beispielsweise Booktube sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und auch Bookstagram nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und das im Endeffekt nur zu machen, weil man vielleicht ein bisschen Geld scheffeln will oder ja, kostenlose Bücher haben möchte. Also diesen Antrieb halte ich für nicht geeignet. Also wenn das das Einzige ist, warum du das machen möchtest, dann ist das halt einfach der falsche Weg. Mein Antrieb war damals tatsächlich Austausch mit Leuten, Kontakte knüpfen und einfach ein Hobby finden. Tatsächlich. Also ich habe schon immer gelesen. Habe ich. Ich habe mich aber auch schon sehr viel immer mit Schminke auseinandergesetzt oder mit Basteln oder kreativen Sachen. Und das ist alles irgendwie was, was ich gerne tue. Aber ich hatte nie so ein Hobby, was ich wirklich wöchentlich, täglich ausübe. Und ich habe nach einem Hobby für mich gesucht. Was ich gerne in meiner Freizeit mache. Und dann natürlich, der positive Punkt war halt dann auch, ja, ich kann das mit anderen Menschen machen, die das auch gerne tun. Und somit hatte ich natürlich die Hoffnung, Kontakte zu knüpfen. Und das ist mir gelungen und das ist auch nach wie vor mein Antrieb. Ich habe hier so tolle Leute kennengelernt, mit denen ich weiter in Kontakt bleiben möchte. Und mir macht es einfach unheimlich viel Spaß. Der andere Antrieb, den ich hatte, war natürlich, dass ich meine Meinung teilen wollte. Also ich wollte einfach meine Meinung sagen können und meine Meinung dann mit anderen abgleichen bzw. mich austauschen. Also sprich auch wieder im Endeffekt dasselbe. Also für mich mein Antrieb momentan und eigentlich auch seit Anfang an ist es, meine Meinung kundzutun, mich mit anderen auszutauschen, Leute kennenzulernen und prinzipiell eine Freizeitbeschäftigung für mich zu haben. Hast du während der Zeit, in der du schon bloggst, oft an dir gezweifelt? Woran lag es?
Siehst du das heute noch genauso? Tatsächlich habe ich eigentlich immer mal Zweifel an mir selber und auch bei älteren Videos. Früher hatte ich diese Zweifel noch viel öfter. Und zwar, ja, wenn man sich selber, wenn man die Videos schneidet und hochlädt. Erstens macht man natürlich immer wieder Fehler und dann ist man hinterher auch enttäuscht. Jetzt gerade kürzlich ging ein Video online, wo der Musikschnitt nicht gepasst hat und die Musik am Anfang viel zu laut im Intro war. Und das sind so Sachen, die mich stören. Oder auch, wenn man über schwierige Themen spricht, habe ich oft das Problem, dass ich dann ganz oft das Wörtchen M benutze, wenn ich gerade am Überlegen bin oder solche Füllwörter. Stört mich persönlich wahnsinnig. Und manchmal stört es mich auch, wenn ich irgendwas sagen wollte und habe das dann einfach vergessen zu sagen und zweifle dann auch immer an mir und denke, oh, drehst du es jetzt nochmal, das hättest du besser machen können. Und dann ist es aber so, im zweiten Anlauf, wenn ich ein Video doppelt drehe, dann wird das einfach nicht mehr so, weil da die Lust und die Leidenschaft einfach nicht mehr so da ist. Man ist dann so ein bisschen auch innerlich genervt und das merkt man dann auch wieder und nervt sich dann selber. Und also das ist etwas, also diese Zweifel, die habe ich immer mal wieder, mal mehr und mal weniger. Aber ich finde die Zweifel auch gut, weil das auch der Antrieb ist, sich dann immer zu verbessern oder verbessern zu wollen. Auf jeden Fall habe ich gezweifelt und ich zweifle auch heute noch manchmal, besonders wenn Abonnenten Zahlen sinken oder also stagnieren, sich gar nicht mehr bewegen oder wenn die Kommentare plötzlich weniger werden oder der ein oder andere mal in den Kommentaren eben nicht deine Meinung teilt und das unbedingt penetrant jemandem äußern möchte, kann einen zu verzweifeln bringen. Was auch ein Grund war, ist, dass wenn das Schneiden einfach zu viel wurde. Wenn irgendwie das Programm nicht will, der Computer nicht möchte, wie du willst, das Hochladen ewig dauert, weil irgendwas mit dem Netz ist und ja, das kann einen schon fertig machen und zum Verzweifeln bringen. Aber ich habe mit der Zeit gelernt, das lockerer zu sehen. Die meisten Abonnenten und Leute der Community sind da absolut verständnisvoll und verzeihen es auch mal, wenn ein Video nicht am Upload-Tag hochkommt. Ich glaube, die meisten merken das auch kaum, weil so viele Leute in der Abo-Liste drin sind, dass man nicht unbedingt merkt, wenn der eine jetzt irgendwie ein Video einen Tag später hochgeladen hat. Früher habe ich sehr viel mehr an mir gezweifelt, also damals 2016, als ich meinen ersten Booktube-Kanal hatte. Da habe ich sehr viel mehr Zweifel gehabt an mir selbst und an meiner Person und so weiter und so fort. Mittlerweile muss ich sagen, zweifle ich nicht unbedingt so sehr an mir, außer wie gesagt, ich bin mal so richtig unzufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Also wenn ich ein Video gedreht habe und dann sehe oder höre, was ich da eigentlich von mir gegeben habe, dann ja, ist es dann oftmals so, dass ich mit dem Augen roll und mir denke, ach Mensch, Leo, das hättest du aber besser machen können. Und dann zweifle ich schon ein bisschen an mir. Oder auch, wenn die Zahlen rückläufig sind oder meine Videos nicht so gut geklickt werden, dann versuche ich, die Ursache zu finden, weil ich natürlich schon auch auf die Zahlen achte. Und bei Bookstagram ist das nochmal was ganz, ganz anderes. Da habe ich sehr viel mehr an mir gezweifelt, weil Instagram, Bookstagram eine sehr viel schnelllebigere Social-Media-Plattform ist wie YouTube, finde ich. Und da kommt es wirklich drauf an, ob das Bild auf den ersten Blick gefällt und nicht, ob der Inhalt des Videos, das 30 Minuten lang ist, gefällt, sondern da muss es auf den ersten Blick überzeugen bei Bookstagram. Und da zweifle ich regelmäßig an mir, ob meine Bilder gut genug sind, ob ich die richtig genug bearbeite, ob ich einen anderen Filter brauche oder ob ich doch Deko brauche und so weiter. Also diese Zweifel kommen bei Bookstagram regelmäßig. Und ich sehe das jetzt immer noch so, also bei Bookstagram kann ich diese Zweifel oftmals auch nicht abstellen. Bei Booktube, wie gesagt, nur wenn wirklich mein Video meiner Meinung nach Mist ist und der Inhalt Mist ist oder irgendwas an der Videoeinstellung nicht geklappt hat, dann ärgere ich mich schon und dann zweifle ich auch. Aber ansonsten haben sich meine Zweifel in Bezug auf Booktube auf jeden Fall sehr, sehr minimiert. Also ich muss sagen, am Anfang, als ich so die ersten 100, 200 Abonnenten hatte, da war die Zeit, wo ich am meisten an mir gezweifelt habe. Da fing das dann nämlich so an, dass man sich auch mit anderen connected hat, dass man so
ja, mit Leuten, die dieselbe Abonnentenzahl haben wie man selbst, dass man sich da so ein bisschen verbündet hat. Wir haben alle ungefähr zeitgleich angefangen und wir wachsen zusammen. Und wenn dann jemand besonders aus der Masse heraussticht und besonders schnell wächst, dann kann es passieren, und das ist mir passiert, dass du denkst, oh, bin ich nicht gut genug? Warum wird diese Person so viel abonniert und ich nicht? Oh, das war hart. Das war, da habe ich mich richtig mies teilweise gefühlt. Da habe ich wieder gedacht, oh, bin ich zu dick? Ist meine Meinung nicht gut genug? Oh, was ist denn jetzt los? Und ja, also da gab's schon, da habe ich teilweise auch kleine Konkurrenzkämpfe mit Personen geführt, die gar nichts davon wussten. Also ich habe jeden Tag geguckt, oh mein Gott, wie viele Abonnenten hat diese Person? Und warum ist die schon wieder gewachsen und ich nicht? Und oh, das ist zum Glück vorbei. Also, ich glaube, wenn das länger als 2, 3 Monate gegangen wäre, wäre ich aber auch irgendwann explodiert, weil das macht die Psyche nicht lange mit, glaube ich. Inzwischen weiß ich einfach, ich habe meine Zuschauerschaft, mein Kanal wächst. Ich habe Spaß an der Sache und das ist ja das Allerwichtigste. Ich tausche mich gern mit den Leuten aus und ja, wenn jemand anderes jetzt wächst, dann gönne ich dem das. Also ganz ehrlich, es macht meinen Content nicht besser, es macht ihn nicht schlechter, wenn andere Leute schneller wachsen als ich. Und von daher habe ich da inzwischen, bin ich da viel ruhiger geworden und dieses Konkurrenzdenken ist fernab. Ich möchte einfach nur mit anderen Leuten jetzt coole Videos machen. Ich habe auch inzwischen so viele coole Leute kennengelernt, deren Content ich auch so schätze. Also, was wäre ich denn für ein Mensch, dass ich den Leuten das da nicht gönne? Also, ja, also das ist zum Glück vorbei. Was ist das Beste am Bloggen und was ist das Schwierigste? Also das Beste am Bloggen ist tatsächlich für mich, dass ich hier sitze und einfach A, Spaß dran habe, das zu machen, was ich mache, also zu reden und euch ja was zu erzählen über Bücher und aber auch dann im Anschluss ja mich auszutauschen, Kontakte zu pflegen, gemeinsam mit anderen Bücher zu lesen, Buchempfehlungen auszusprechen, kreativ zu sein, neue Videoideen zu entwickeln und so weiter. Also das ist wirklich für mich das Beste am Bloggen, dieser Austausch, das macht mir halt einfach unheimlich viel Spaß. Ich rede halt grundsätzlich gern, aber eben am liebsten über Bücher. Und das Schwierigste am Bloggen ist tatsächlich, dass man durchhält. Also auch wenn es einem nicht so gut geht, wenn die Zahlen vielleicht nicht so passen, wenn irgendwie einen etwas demotiviert, auch auf Bookstagram. Bookstagram ist von der Reichweite her und vom Algorithmus her noch viel, viel, viel gnadenloser wie Booktube. Und wenn man da eben nicht regelmäßig irgendwie dazu kommt, dann zahlt man dafür halt auch gleich, ne? Und das ist halt wirklich was, das Schwierigste. Also im Endeffekt einfach zu akzeptieren, dass man halt keine Maschine ist, dass das ein Hobby ist, dass man nicht immer was abliefern kann, dass man das auch nicht muss und dass man das Zahlen nicht unbedingt einen sagen, wie gut oder wie schlecht man ist und dass man sich eben nicht durch Zahlen irgendwie runtermachen lässt, dass man sich dadurch nicht unbedingt schlecht fühlen sollte. Das ist wirklich das Schwierigste für mich, besonders auf Bookstagram bezogen und auf YouTube bzw. Booktube bezogen ist das Schwierigste für mich tatsächlich einfach mir die Zeit zu nehmen. Und ich habe festgestellt, ich muss auch wirklich gut drauf sein, um Videos drehen zu können. Weil sonst merkt man das in meinen Videos, dass ich eigentlich gerade lieber auf dem Sofa liegen würde. Das Beste ist definitiv für mich der Austausch mit den Zuschauern. Also, das mag ich wirklich am liebsten. Wenn dann Feedback drauf kommt, was ich erzählt habe, und wenn mir die Leute auch jede Woche wieder erzählen, so, ey, ich lese gerade das oder ich habe das gelesen, was du mir empfohlen hast, und oh nee, das sehe ich aber anders, mir hat das Buch voll gut gefallen und so. Das liebe ich. Ich mag das, weil es halt auch immer wieder dieselben Leute sind, die kommentieren und man dann auch so eine Art Beziehung zueinander aufbaut. Das macht so einen Spaß. Und wenn dann jemand sich mal länger nicht meldet und dann wieder, dann ist es halt auch wieder so schön. Oh, guck mal, der ist wieder da. Oh, das ist voll schön. Das finde ich tatsächlich am schönsten. Das Schwierigste ist, glaube ich, wirklich das Dranbleiben. Dass auch wenn man mal keine Lust hat, ein Video zu drehen, und das wird definitiv vorkommen, dass man sich halt dann doch überwindet, sich fertig zu machen, sich hinzusetzen und das zu machen.
Deswegen empfehle ich auch immer ein bisschen vorzuproduzieren. Aber ja, das wird definitiv vorkommen und dann muss man sich überwinden. Und ich glaube, das ist das, woran dann auch viele scheitern. Das Beste am Bloggen ist einfach das freie Schnauze rausreden über das, was einem Spaß macht und sich dann wirklich mit den Gleichgesinnten auszutauschen, Kommentare zu lesen, Kommentare zu beantworten und ja, eben Kontakt mit anderen Bücherfreunden zu haben. Das Schwierigste für mich finde ich tatsächlich den Schnitt. Mir macht das Schneiden nicht immer so viel Spaß und es nimmt halt sehr viel Zeit auch in Anspruch, das Bloggen, und das finde ich tatsächlich schwierig. Und je mehr man schneidet und je besser man die Videos machen möchte, desto mehr Zeit nimmt das auch in Anspruch. Und das finde ich tatsächlich auch das Schwierigste, also das Thema Zeit. Das Beste am Bloggen ist erstens, wie gesagt, der Austausch, den man hat. Zweitens, man gewinnt um einiges Selbstvertrauen und wird viel, viel freier im Sprechen, was für mich persönlich sehr wichtig war. Man ist ständig motiviert, mehr zu lesen. Und das hat auch bei mir diesen Wahn, Lesewahn ausgelöst und dass ich irgendwo innerlich, ich will nicht sagen Druck, aber diese Motivation und diese Inspiration habe, oh, ich möchte noch mehr lesen, noch mehr lesen. Und das finde ich super toll. Und dieser Austausch, den man hat, neue Bücher entdecken kann, die vielleicht so einem untergegangen werden. Für mich ist das Schlechte am Bloggen das Zeitmanagement, wirklich alles unter einen Hut zu bekommen und regelmäßig Videos hochzuladen und das Video schneiden. Also das ist wirklich etwas, was ich absolut nicht gerne mache. Was denkst du, sollte man als Buchblogger mitbringen? Welche Stärken oder Charaktereigenschaften sind von Vorteil? Denkst du, jeder kann das? Ich denke, als Buchblogger braucht man keine bestimmten Charaktereigenschaften, denn durch die Persönlichkeit, die man hat und in seine Videos reinsteckt, wird man wieder einzigartig und individuell. Und ich glaube, wir sind so verschieden, dass jeder seinen Lieblings-Booktuber hat oder eine bestimmte Richtung angeht, welche Booktuber man gerne schaut. Und deswegen ist keine Charaktereigenschaft besonders wichtig. Man sollte halt darauf vorbereitet sein, dass man eventuell irgendwann vielleicht mit Hate konfrontiert wird und dass man damit umgehen kann und da so ein dickes Fell haben kann und das so ein bisschen differenzieren kann und sagen, okay, dass man es halt einfach nicht persönlich nimmt. Auf jeden Fall sollte man Interesse an Büchern haben. Es geht nicht darum, dass man viele Bücher liest, aber man sollte an sich ein Interesse an Büchern haben, denn es wird schwierig, über Bücher zu reden, wenn man sich nicht mit Büchern auseinandersetzt. Man muss auf jeden Fall reden können und man muss Spaß am Reden haben oder am Schreiben, je nachdem, auf welchem Portal man unterwegs ist. Und deshalb denke ich, dass jeder Buchblogger werden kann, der einfach die Motivation und die Lust darauf hat. Ich denke tatsächlich, dass das fast jeder machen kann. Natürlich ist es von Vorteil, wenn man so ein bisschen schlagfertig ist oder wenn man ein bisschen witzig ist oder wenn man irgendwas hat, was einen auch auszeichnet, also diesen Wiedererkennungswert. Das ist natürlich von Vorteil. Aber ich denke trotzdem, dass das jeder machen kann. Also ganz ehrlich, als ich anfing, konnte ich nicht mal vor anderen Menschen frei sprechen und war super, super nervös. Und das hat sich mit den Jahren so verbessert. Also es hat mir tatsächlich auch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gegeben. Ich bin immer noch ein sehr, sehr schüchterner Mensch, aber es ist so viel besser geworden. Und das zeigt mir eigentlich, weil ich halt trotzdem so ein kleines graues Mäuschen war, das kaum sprechen konnte mit fremden Menschen oder mit anderen Menschen, dass man auch über sich hinauswachsen kann. Und ich denke eigentlich schon, dass das fast jeder machen kann. Also mir fällt jetzt kein Grund ein, warum man das nicht machen können sollte. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Ich glaube, dir muss die Meinung anderer einfach egal sein. Also klar, du solltest Kritik, solange sie konstruktiv ist, annehmen können. Aber wenn jemand einfach halt seinen Frust an dir ablässt, dann muss das an dir abprallen. Weil das ist halt das Internet. Und da wird nicht jeder nett zu dir sein. Nicht jeder wird dich lieb haben. Und nicht jeder wird dich mögen. Damit muss man, glaube ich, am ehesten klarkommen. Und wenn du jemand bist, der sehr empfindlich ist, dann lass es gleich. Das wird dich nur runterziehen. Das gab schon Beispiele, an denen ich das gesehen habe. Und das ist sehr, sehr, sehr traurig, wenn sich Menschen von fremden Leuten die Laune vermiesen lassen. Außerdem glaube ich, man sollte als Buchblogger auf jeden Fall ehrlich sein. Ich glaube, es bringt nichts, wenn man sich verstellen will, wenn man immer es allen recht machen will, wenn man Angst hat, was Negatives zu sagen. Das wird auf Dauer, glaube ich, nicht funktionieren.
Und ich glaube, die Zuschauer merken das auch. Also wenn du Angst vor negativer Kritik hast, dann nee, also das, dann lass es. Grundsätzlich glaube ich, dass prinzipiell das jeder kann, der gerne liest und gerne über Bücher spricht und einfach den Austausch sucht. Ich glaube aber auch, dass man eine gewisse Art von Präsenz mitbringen sollte. Also, dass man sich A selber gut anschauen kann, dass man sich selbst gut leiden kann, weil effektiv man redet A mit sich selbst, man muss sich dann auch noch schneiden, man muss das Video dann nochmal Probe gucken und so weiter. Also, man muss sich irgendwie auch selbst leiden können, sich ertragen können, sich reden hören können. Und ich finde schon, dass man eine gewisse Art mitbringen muss, eine gewisse, ja, ein gewisses Talent vielleicht auch zum Sprechen oder so, dass man halt einfach sich traut. Also ich glaube, das muss, also so eine Charaktereigenschaft, so ein bisschen Selbstbewusstsein muss schon von vornherein da sein. Aber das Coole an BookTube ist zum Beispiel, dass man auch über die Zeit hinaus einfach selbstbewusster durch das Video drehen wird. Von Vorteil ist es also, wie gesagt, wenn man halt wirklich gut sprechen kann und wie gesagt auch mal Versprecher nicht so ernst nimmt und vielleicht auch nicht ganz so perfektionistisch an die Sache rangeht. Also das ist auch so was, was ich so im Hinterkopf habe. Ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch und habe das jetzt irgendwie versucht, komplett abzuschalten, weil es gibt nicht die perfekten Videos, es gibt nicht den perfekten Blogger und mich an irgendeinem Maßstab zu messen, den ich mir selbst auferlege, ist irgendwie auch Quatsch. Aber grundsätzlich würde ich sagen, solange man Spaß hat zu lesen und Spaß hat darüber zu sprechen oder zu schreiben oder Bilder zu machen, wenn man eine Affinität für Fotografie hat, dann ist das wirklich was, ob man jetzt mit Bookstagram oder BookTube anfängt, solange man im Endeffekt Spaß dran hat und das so in den Fingern juckt, dann kann das grundsätzlich jeder und jeder entwickelt sich dann auch weiter. Also wenn jetzt du beispielsweise jetzt nicht so der große Redner bist und sowas eigentlich nicht gerne machst, wenn du es nicht gerne magst, ist blöd, aber wenn du es vielleicht nicht gut kannst, deiner Meinung nach, dann wirst du merken, umso länger du das machst, umso besser wird das. Das war's jetzt mit dem Video. Wir würden uns sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Video wieder mit einschaltest. Und bis dahin wünsche ich, beziehungsweise wir, euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und bis bald.